Ja, hallo zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric und ich befinde mich hier in Hamm auf dem Gelände der To Be Fair Elektrische Community, der größten Elektroauto-Community-Veranstaltung mindestens in Deutschland, wenn nicht gar in Europa oder vielleicht sogar weltweit. Das weiß ich noch nicht heute Morgen, aber es sind mindestens 1000 Elektroautos angesagt, ganz viele Teslas dabei natürlich, gibt heute Abend auch noch eine riesen Lightshow. Und wir haben es jetzt gerade mal 10 Uhr morgens und hier auf dem Gelände, da brummt es schon. Und ich möchte euch heute hier ein paar Eindrücke von dem Festival liefern, so ein paar Autos zeigen, die hier stehen. Es ist wirklich fantastisch, so ein Event hier. Leider ist das Wetter noch nicht so schön, aber es soll hoffentlich heute noch aufklaren. Ja, das wird ein spannendes Video. Ihr seid dabei, also unbedingt dranbleiben. Ja, und hier im Bühnenzelt findet auch ein Bühnenprogramm statt. Gerade spricht Professor Volker Quaschning über Klimawandel und die Probleme, die wir damit haben und vor allem auch Lösungsansätze. Das ist wirklich ein Mega-Event. Es ist komplett voll, das Zelt. Man passt kaum noch rein. Wirklich gut besucht und hier auf dem Gelände ist es deswegen fast schon wieder leer geworden, weil irgendwie mindestens 200-300 Leute im Zelt sitzen. Hi Marco, du bist hier vom Autohaus? Von Autovella. Autovella, alles klar, kennt man ja. Autovella Hamm. Ja, sag mal, hier ist ein Toyota Pro Ace City Verso Electric. Was ist das denn? Hab ich noch nie gesehen. Ja, mal ein praktisches Auto für die Familie. Kompakt, mit bis zu 7 Sitzplätzen oder wie wir ihn hier mal stehen haben, mal eben auch als Wochenendcamper zu benutzen. Ja, seit wann gibt es den denn überhaupt? Ah, den haben wir schon ein paar Jahre im Programm. Jahre? Hm? 15 Jahre Garantie. Aber Toyota hat doch, dachte ich, nur diesen einen BZ4X als vollelektrischen. Seit wann hat denn... Und das ist die Geschichte, die anderen gehen irgendwie völlig unter. Ja, man weiß davon gar nichts. Ja. Das ist ja richtig cool. Was hat der für Daten? Hier haben wir einen 50 kW Akku drin, den kurzen Radstand. Als Fünfsitzer, den gibt es dann nochmal 30 cm länger, wahlweise auch als Siebensitzer. Dann haben wir noch den großen Bruder, den Pro Ace Verso ohne City-Zusatz, den bis zum 9-Sitzer. Alle voll elektrisch und sofort verfügbar. Was kostet so ein Ding? Kommt immer auf die Variante an, was ich genau drin habe. So wie er hier steht, steht er jetzt mal bei 42. Also ich habe davon noch nie was gehört, wirklich. Und der ist jetzt hier so ein bisschen als Camper ausgebaut. Genau, hier haben wir hinten mal eine Campingbox reingepackt. Das heißt, ich habe für den Alltag in der Woche, Vorsicht, ich habe für den Alltag in der Woche habe ich ganz normal mein PKW und für den kurzen Wochenendausflug, Konzert, irgendwas, packe ich mit zwei Leuten eben die Box rein, habe dann eben auch meine kleine Küche dabei, Frischwassertank, Platz für die Kühlbox, klappe die Sitze um und die Matratze. Und fertig habe ich meinen kleinen Camper und nach dem Wochenende packe ich die Box wieder raus. Also das heißt, du kannst die bis zu den Vordersitzen umklappen? Genau, die Matratze kann ich umklappen, die geht dann nach vorne durch. Also was hast du gerade, 50 Kilowattstunden? Der hat den 50 kW Akku, der große Bruder hat einen 75er. 75er, okay. Und Reichweite ist so 250? 250, 300 Kilometer. Ja. Okay, Ausstattung, Assistenzsysteme hat er welche? Klar, Standard. Alles. Okay. Ja, super, vielen Dank. Gerne. Ja, und hier foliert einer seinen Tesla in Rostfarben. Was ist das denn? Ja, das ist ein Digitaldruck auf eine Metallicfolie, dass das halt so ein bisschen glitzert in der Sonne. Aber es ist verrostet. Ja. Dann machst du den ganzen Wagen so oder nur die Tür? Nee, wir haben jetzt einzelne Beispiele, was es für Foliensorten gibt. Und das soll halt einfach zeigen, was mit Folie möglich ist. Das ist jetzt eine bedruckte Folie, dass das halt ein bisschen auf alt oder kaputt benutzt. Um einfach zu zeigen, was wir halt können. Du weißt ja, dass du so das Tesla-Image befeuerst, dass es Klapperkissen sind, die auseinanderfallen. Ne? Aber es fällt auf. Mal gucken. Aber es fällt wirklich auf. Also sieht auch täuschend echt aus, muss ich sagen. Was sagt ihr dazu? Ein verrostetes Tesla Model 3, das ist ein S, nee, ein 3er. Nee, ein S ist es. Ein verrostetes Tesla Model S. Wie findet ihr das? Würdet ihr euch so eine Folie ans Auto kleben? Würde mich mal interessieren. Wer macht sowas? Hast du Kunden, die das machen? Wir haben jetzt schon ein, zwei Autos gemacht. So, jetzt keine Teslas, aber einfach halt, um aufzufallen. Und was kostet dann so eine Folierung? Es kommt immer drauf an. Einfarbig Digitaldruck, es fängt so an bei 2,5. Okay, alles klar. Und du bist von Firma wer? Komplett Werbetechnik.
So, den nimmst du noch in die Hand. So, wie gefällt es dir hier? Ja, hi erstmal. Ja. Ja, mega. Ist doch ein cooles Event hier. Ja. So viele Leute, alle gut drauf und die vielen Autos. Okay, 90% oder 80% Tesla. Ja. Nee, alles klar. Ja, also wie gefällt es dir denn so? Mir gefällt es super gut. Also ich habe hier auch schon ein bisschen rumgeschaut, habe Alex schon vorne getroffen. Irgendwie, da ist natürlich die Menge irgendwie da, da stehen sie schon Schlange. Ansonsten muss ich aber gleich noch, ich weiß nicht, ob du es weißt, darf man da zum Tesla-Stand hin oder sind die mit Kameras wieder scheu? Ich war da noch nicht, ich gehe okay. da gleich mal hin, ich mache das einfach und im schlimmsten Fall jagen die mich weg. Ja, ich bin natürlich ein bisschen auffälliger mit diesem großen Ding, ne? Aber ich denke es mir auch. Aber das wir sieht professioneller aus. Was hast du denn da eigentlich für Hardware am Start, sag mal? Ich habe hier eine schöne, hier, soll ich mal umdrehen die Kamera? Ja, nimm mal die Kamera die an. Leute, guckt euch das mal an, was die Jungs hier an Hardware haben. Dann könnt ihr beim Jens nämlich auch mal am Kanal schauen, dann kriegt ihr eine kleine Tour hier, wie es läuft. Und vor allem, der Rucksack ist ja auch beeindruckend, was hast du da? Wir haben hier einen Custom-Rucksack mit zwei 5G-Mobilfunkverbindungen. Hier unten haben wir Bist du live? Wir sind live. Achso, ihr seid live. Ja, ja. Haben hier unten noch einen kleinen Computer, der das Ganze gerne mit einem SAT-Protokoll einmal hochschießt. Hier an der Seite haben wir jeweils zwei Batterien schön mit einem V-Mount, die kannst du reinsliden. Wenn eine alle ist, kannst du die eine rausnehmen und neu reinsliden, ohne dass hier irgendwas abbricht. Das ist so das Setup, ne? Ich würde ja schon was für geben, wenn ich einen Kameramann hätte. Ja, ich hab's auch nicht immer. Es kann auch eine Kamerafrau sein. Also wir müssen nicht immer Kameramann haben, es kann auch eine Kamerafrau sein. Ja, aber klar. Ich mache ja alles alleine hier mit meiner GoPro. Also ich habe jetzt die Hardware quasi massiv reduziert für dieses Event. Das reicht auch völlig. Also das ist völlig drüber eigentlich. Ja, okay. Leute, schreibt in den Chat, ob euch die Auflösung gefällt. Genau. Und wenn sie euch nicht gefällt, dann geht auf Move Electric und so. Genau. Und drückt den Abonnierknopf. Drückt den Abonnierknopf. Alles klar, du. Ich wünsche dir was. Ich gehe mal weiter. Genau. Lass uns nicht vergessen, die Mikros auszutauschen. Stimmt. Sonst nehme ich deins und du behältst meins. Wunderbar. So, alles klar. Dann sehen wir uns gleich. Ciao. Hallöchen, ja, ich bin hier bei Pantherbox, einer der Sponsoren des E-Cannonballs. Grüß dich. Ja, hier ist Noelle, sie war ja auch beim E-Cannonball dabei. Ja, war super, war eine mega tolle Erfahrung. War für mich der erste E-Cannonball, die Pantherbox war ja schon mal im Jahr davor mit dabei, aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ihr macht hier Ladelösungen? Ja, genau. Wir haben die mobile Wallbox, die Pantherbox. Die Wallbox für zu Hause. Und wenn du den Fall hast, dass du unterwegs eine Lademöglichkeit brauchst. Ups. Dann kannst du die abziehen dann und mitnehmen? Dann nimmst du die einfach ab. Wir haben insgesamt 7 Adapter für Deutschland und Europa. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich fahre nächstes Jahr in den Urlaub nach Dänemark ans Ferienhaus, dann bestellst du dir bei uns im Shop einfach den Dänemark-Stecker mit dazu und dann kannst du auch unterwegs laden. Super. Und wie schwer ist das? Also, kannst du gerne mal nehmen. Das ist ja sehr leicht. Also quasi der Alternative zum Juice Booster, sage ich mal. Du hast im Prinzip eine 11 kW Wallbox mobil dabei. Ja. Und mit Adaptern kannst du überall laden. Ja, ist doch cool. Also Leute, Pantherbox, müsst ihr euch mal angucken. Auf jeden Fall. Danke dir. Ja, ich bin jetzt hier beim nächsten interessanten Stand. Das ist Voitas, Voitas Innovations. Neben mir ist der Patrick. Hallo. Und ihr habt auch irgendwie so eine Wallbox, aber die sieht aus wie so ein Gartenschlauchspender. Genau. Ist inspiriert von dem Gardena Gartenschlauch im Grunde genommen. Also die Gardena Wallbox. Genau. Ist unsere Voitas Wallbox mit integrierter Kabelaufrollfunktion. Gern mal, wie lange ist das Kabel? Gardena. Wir haben einmal eine 5-Meter-Variante und eine 8-Meter-Variante. Okay. Soll mal demonstrieren. Kann es ausziehen im Grunde genommen. Bis zur gelben Markierung muss das Kabel ausgezogen werden, damit dieser Spuleneffekt im Grunde genommen in der Wallbox nicht entsteht. Wenn das Kabel jetzt zum Beispiel nicht ausgerollt wird, haben wir Temperatursensoren integriert, die die Ladeleistung dann langsam reduzieren, damit die Wallbox innen drin halt nicht überhitzt. Aber sonst kann sie 11 kW oder 22? Genau, oder die 22 kW Variante kommt im nächsten Jahr. Da entwickeln wir im Grunde einen patentierten Schleifring, damit auch diese 22 kW halt übertragen werden können auf diese Kabeltrommelfunktion. Und irgendwann muss es ja auch stoppen, oder? Da muss es einmal so ein bisschen wie beim Staubsauger. Ganz genau, richtig. Ja, faszinierend. Und wenn ich wieder einfahren will, einmal kurz ziehen. Wie beim Staubsauger, noch ein bisschen. So. Ganz genau. Jetzt geht's wieder zurück. Ganz genau. Ja, nächster Stand. Ich bin jetzt hier bei HiFi Planet. Also es gibt hier einen interessanten Stand nach dem anderen. Und hier geht's endlich mal um Sound, Leute. Neben mir ist der Christopher. Ihr macht quasi Audio-Tuning für Tesla speziell oder egal welche Autos? Nee, wir rüsten alle Sorten von Fahrzeugen um. In dem Fall eben Tesla Model Y und Model 3 bieten wir ein Upgrade-Kit, was für jedermann einbaubar ist. Also wir bieten die passenden Adaptionen.
Die produzieren wir im 3D-Druckverfahren. Somit können wir das komplette Frontsystem und den Subwoofer austauschen, ohne die Fahrzeugelektronik in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Das Ganze bieten wir dann als Set an, auch erhältlich über Shop for Tesla, ja, einen unserer Partner. Und das führen wir hier eben vor, dass sich jeder mal ein Bild von machen kann, was möglich ist, mit einem geringen Einbauaufwand. Ich sag mal, wenn man Laie ist, zwischen 2 und 4 Stunden ist das also ganz gemütlich eingebaut und dann hat man ein ordentliches Sounderlebnis. Und bis jetzt, seit heute Morgen 9 Uhr, reihenweise setzen sich die Leute rein, Model 3, Model Y-Besitzer und gehen mit dem Grinsen raus, machen schon fleißig Einbautermine. Also, ja, das würde ich jetzt auch gerne mal machen. Können wir uns mal reinsetzen und mal ein bisschen aufdrehen? Das machen wir. Ja, super. Leute, das könnt ihr jetzt nicht hören, ne? Aber ihr kennt doch Grönemeyers Song, sie mag Musik nur, wenn sie laut ist. Der ganze Wagen vibriert, also ihr spürt die Musik ja, am eigenen Leib. Also man muss sie gar nicht hören, man spürt sie. Es ist so wahnsinnig geiler Sound hier drin. Also ich kann wirklich sagen, es ist ein Quantensprung. Also, ja, also. Wir haben ja selber ein Model Y, da ist die Anlage ja ganz gut, aber das hier ist ja besser als an meinem Model S und da ist sie wirklich hervorragend. Aber hier ist es der Hammer. Also die Bässe und es schnarrt und vibriert nicht, sondern dein Körper vibriert im Prinzip. Alles wirklich geil. Hören wir schon den ganzen Tag. Also was kostet jetzt so ein Umbau bei euch? Der Umbau für das Set, was wir hier so hören, startet bei 1600 Euro. Also alle Lautsprecheradaptionen inklusive Montage. Die Kunden können zu uns kommen, aber sie können es eben auch über unseren Partnershop von Tesla bestellen als DIY-Set, können das selber einbauen, deutschsprachige Bedienungsanleitung mit dabei, alles an Werkzeug mit dabei, was wir brauchen, original Verkabelungsadaption dabei, Plug and Play, ist für einen Laien in 2 bis 4 Stunden zu montieren. Mein Testmodell war hier meine Frau, die hat es in 3 Stunden 13 geschafft. Und ist es dann günstiger oder kostet es das gleiche? Nein, das ist natürlich, wenn man selber einbaut, ist es deutlich günstiger, spart man ungefähr nochmal 350 Euro. Ja, also für HiFi-Enthusiasten oder auch Fetischisten kann ich nur sagen, was Geileres habt ihr im Auto vermutlich noch nicht gehört. Also ich muss sagen, ich bin geflasht. Wahnsinn. Super. Also ihr seid HiFi, wie heißt ihr? HiFi Planet. HiFi Planet, Leute, guckt da mal rein. Hallo Christoph, du sitzt jetzt hier im VinFast VF 8 Plus. Das ist ein Auto aus Vietnam. Was sagst du dazu? Das sieht sehr cool aus, alles Verarbeitung. Ich fahre eine i3 und ich sehe dieselben Hebel. Alles ist identisch, sehr schön verarbeitet. Ein tolles Auto. Da kann man nicht meckern. Aber dieses Auto, hat mir gerade der nette Herr vom Händler gesagt, hat eine 87,7 netto Kilowattstunden Batterie. Soll aber nur so 450 Kilometer laut WLTP kommen. Das heißt, der Verbrauch wird relativ hoch sein. Ist aber so ein SUV. Bekannte Knöpfe überall, bekanntes Das Feeling. Ist ja schon witzig hier. Das ne? ist sehr witzig, das ist sehr cool. Wir machen mal einen Test. 457 Kilometer. DC 40 Minuten, 300 kW Leistung, 0 auf 100, 5,5 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 200 km/h. 59.000, okay, für diese Ausstattung hier wahrscheinlich. Ja. Aber wir haben tatsächlich auch, wie bei Tesla, kein Fahrerdisplay. Da ist nichts. Da ist nichts. Das heißt, wir haben nur ein Zentraldisplay. Und hier sind so ein paar Apps. Also ich habe das Auto noch nie gesehen, deswegen bin ich jetzt ein bisschen Trial and Error machen. Das ist jetzt die Google Maps Karte. Okay. Reagiert mittel, würde ich mal sagen. Also hier fehlt irgendwie der Rest. Das kann auch sein, dass wir hier kein Netz haben. Das ist aber ein Vorserienmodell, muss man sagen. Da darf man noch nicht so viel auf die Goldwaage legen. Aber prinzipiell sehr ordentlich. Also diese Bewegung von der Karte, die er schon mal geladen hat, ist ja schon mal ganz gut. Nur das Nachladen klappt jetzt hier nicht. Ich vermute, das liegt jetzt hier irgendwie am Netz. Nee, aber die Verarbeitung hier, die sieht richtig cool aus. Da gibt es überhaupt nichts. Ja, Leute, ich würde sagen, die Asiaten sind extrem im Kommen. Jetzt auch noch Vietnam. Es wird wirklich hart für die deutschen Autohersteller. VinFast VF8. Sieht zumindest optisch schon mal ziemlich gelungen aus, würde ich sagen. Jetzt hängt es davon ab, wie er so fährt und wie die Eigenschaften von dem Auto sind, Assistenzsysteme. Das muss man dann in einem Test feststellen.
Ich bin jetzt hier bei Christoph von Gittergewitter und ihr macht so Hunde-Abtrenngitter, Hundeboxen für Tesla speziell oder richtig, für alle? Nee, im Moment erstmal noch fürs Tesla Model Y, aber wir planen halt für andere Fahrzeuge, die einen ähnlichen Aufbau des Kofferraums haben, planen wir halt auch das Gitter zu adaptieren sozusagen. Genau, wir haben uns letztes Jahr schon mal gesprochen beim Sexy Cars Treffen. Genau. Und da war das noch ein Prototyp. Da war das noch ein handgedengelter Prototyp. Jetzt ist das irgendwie schon Serie. Lass mal raufgucken. Richtig, genau. Ja, das ist knappe Vorserie sozusagen. Okay, also erzähl mal, was sehen wir hier? Das ist das, ja, das ist unser Model Y Hundegitter. Das hat halt den Vorteil, dass man hier an den Subfrunk noch drankommt. Ja, das ist ein bisschen flexibel aufgegangen. Damit okay, wie kommst du an den Trunk noch ran? Genau, wir kommen an den Subtrunk, kommen ran. Kann man hier erstmal die Matratze, das ist eine orthopädische Matratze, die kann man beiseite klappen. Hier haben wir einen Schnellverschluss drin. Und dann kann man hier, kommt man da an den Subfrunk. Das heißt, man kann dieses Trenngitter so wegklappen und dann kommt man da rein. Genau, richtig. Das kann man wegklappen. Und dann wird das hier wieder mit so einem, zack, arretiert. Dann ist das fest. Und dann kann man das wieder umklappen. Die Breite ist immer die Hälfte oder gibt es auch eine flexible? Nee, das ist immer genau die Hälfte. Wir haben uns da auch für die Hälfte entschieden, sozusagen. Okay. Also sagen 50-50. Aber wie wird das befestigt? Befestigt wird das effektiv oben an der Kopfstütze einmal. Da ist oben dieses Kopfstützenteleskop. Das heißt, man kann da oben auch noch ein bisschen die Komfortposition auch noch einstellen. Wir haben da unten eine Sterngriffschraube, die kann man lösen. Und dann kann man das verschieben, sodass sich die Komfortposition noch einstellen lässt. Und ansonsten sieht man hier, sind diese Boden, diese Hülsen hier drin, in dem Boden. Das sind Passhülsen. Und da geht dann der Rastbolzen rein, beziehungsweise da hinten haben wir Kugelsperrbolzen. Moment, ich nehme das Hundi mal weg. Genau, und da sind Kugelsperrbolzen drin. Da drückst du einfach nur drauf und dann kannst du die rausziehen. Aber ihr habt sozusagen die Bodenplatten einmal durchbohrt? Wir haben die Bodenplatten einmal durchbohrt, richtig, genau. Das wäre so das Ding. Man müsste was kostet durch die so eine Box? Die soll halt 6,99 kosten. Made in Germany, aus Aluminiumpulver beschichtet. Das Panelmaterial ist pressbar. Das ist jetzt speziell für Model Y? Das ist speziell fürs Model Y. Maßgefertigt, aber wir werden dieses Prinzip, dieses System quasi adaptieren auf andere Fahrzeuge. Alles klar. Ne? Skoda Enyaq und sowas. Ja, danke, Christoph. Alles klar, ich danke dir. Dieses Lila, ist das nicht geil? Ja, der Mercedes EQE SUV, Kostenpunkt 132.000 Euro mal eben. Das ist natürlich hier eine Ansage. Aber eins können Sie, Türgeräusche. Next Move Electric Dave! Ich hab den nie mitbekommen, diesen Gag. So, jetzt du. Ja, Store in Charge Mobility Solutions. Okay. Ja, ganz simpel, ne? Aber gut. Aber ich dachte, wenn wir mal zusammen was machen, dann nennen wir das Next Move Electric Dave Channel. Krieg ich auch so eins, ne? Ich weiß nicht, das war jetzt ein Einzelstück. Ach so, aber schön, ja. So, ich bin jetzt hier auf dem Campingplatz, wo das große E-Auto-Camping stattfindet. Und hier sind die Tesla-Ausstatter. Das klingt ja quasi richtig amtlich, ne? Ihr seid jetzt die Tesla-Ausstatter. Aber allerdings geht es bei euch eher so um Camping, richtig? Wir haben insgesamt, sind wir Tesla-Ausstatter. Wir haben Ausstattung für Tesla von Gummimatten über Handyhalterungen, sozusagen alles, was es an Ausstattung gibt. Wir haben aber dieses Jahr, gerade für die Sommersaison, uns halt extrem auf Camping erweitert. Weil wir hier unseren ersten Camping-Prototypen von unserem großen Zelt entwickelt haben. So, jetzt sind wir hier also im Tesla-Zelt mit direktem Tesla-Anschluss. Und wir haben hier, was haben wir hier, ein Model Y? Das ist ein Model Y. Hier passt das Zelt genau rein. Wir haben es nämlich fürs Model Y entwickelt. Das heißt, hier schließt das Ganze wirklich luftdicht ab und auch regendicht. Denn wenn der Regen hier unter die Plane reinlaufen sollte, hier geht die Plane ins Auto. Das heißt, es läuft einfach unten raus und landet wieder unterm Auto und kommt gar nicht erst ins Zelt rein. Vorteil an dem Luftdicht ist auch, man kann die Klimaanlage vom Auto benutzen, den Campingmodus, und kann das ganze Zelt runterkühlen, beheizen, wie man es gerne haben möchte. Und wenn man das nicht machen möchte, kann man natürlich auch frische Luft dann durch so Lufteinlässe an allen Türen praktisch rein. Und ihr könnt das Zelt in zwei Räume aufteilen, habe ich gelernt. Also hier ist quasi ein Reißverschluss, wo man das zumachen kann. Dann habt ihr hier quasi euren Ankleideraum mit Schlafzimmer. Genau. Und hier wäre das Esszimmer mit Tisch, Campingstühle. Also es ist richtig cool. Ich lege mich mal kurz rein.
Ist die mitgeliefert oder ist die extra? Ist extra. Wir werden nächstes Jahr ein Camping-Set bauen, was möglichst gut vom Packmaß auch für das Fahrzeug ist. Ja, Leute, dann wünsche ich euch einen angenehmen Abend. Ich bleibe jetzt hier. Das ist echt nett. Du kannst nach oben gucken, durch das Glasdach siehst du die Sterne. Geile Sache, was kostet das? Das Zelt wird, wenn es rauskommt, das ist am Ende des ersten Quartals in 24, 849 Euro kosten. Aktuell bis Montagabend haben wir eine Rabattaktion für Vorbesteller und da kostet es 500 Euro. Das ist ja richtig billig im Vergleich. Genau. Cool. Und hier ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Schaut euch mal diesen Pizzaofen an. Echtes Holzfeuer. Ja, Monico, ich bin jetzt bei Tui Fair. Das ist ja quasi dein Laden zusammen mit Shop for Tesla. Und nicht nur das, du bist ja sogar mein Kanalsponsor, falls du es noch nicht wusstest. Doch, wusste ich. Groben Überblick habe ich, was bei uns so läuft. Wenn du schon mein Sponsor bist, dann hast du jetzt hier die Gelegenheit, was über Tui Fair zu erzählen. Ja, also Tui Fair ist die Marke, die so ein bisschen, also erst war der Shop for Tesla da. Wir haben quasi ganz normal Handel betrieben, Sachen eingekauft, Sachen verkauft. Und für mich war aber immer die Vorstellung, dass wir eigentlich mehr machen wollen. Wir wollen eigene Produkte entwickeln. Und dafür haben wir uns eben eine Marke gesucht oder eine Marke entwickelt. Also das ist alles ja von uns am Ende. Aber wir wollen es halt nicht unter Shop for Tesla machen, sondern auch ein bisschen markenneutraler. Und auch das, was wir in der Marke umsetzen wollen, dass wir eben fair produzieren wollen, dass wir nachhaltig produzieren wollen, dass wir in Deutschland bzw. EU produzieren wollen, das sollte irgendwie alles da rein. Und so ist der Name Tui Fair entstanden. Unsere Gummimatten beispielsweise in Bremen produziert, bei dir in der Nähe. Was ist ja das Besondere bei euch, dass ihr sozusagen nachhaltig in Deutschland produziert? Gerade auch diese Gummiprodukte, die, wenn sie aus China kommen, ja oft irgendwie so belastet sind oder auch stinken, irgendwelche Chemikalien und so. Nee, ich will nicht. Aber es ist, ne, wir haben ja die Erfahrung, damit habe ich angefangen. Ich habe das erste Shop for Tesla gestartet mit 25 Gummimatten selbst aus China. Aber ja, das ist halt so, du kriegst, manche Chargen sind okay, manche Chargen stinken und du weißt nicht warum. Bei Tui Fair habt ihr aber nicht nur Gummimatten oder habt ihr da jetzt nur so Gummiprodukte? Wir haben die Organizer-Box, verkaufen wir auch viele, ne, aus China. Und da haben wir vor, ich glaube, anderthalb Jahren angefangen, die selber zu machen. Habe ich am Computer Design, 3D-Drucker gedruckt. Hast du mir mal gezeigt. Genau, die hast du gesehen. Jetzt haben wir das Werkzeug fertig. Wir können jetzt Serien produzieren, allerdings der Beflocker kann erst im November arbeiten. Das dauert über ein Jahr jetzt alles. Also ich habe viel gelernt daraus, aber es ist auch nicht einfach in Deutschland zu produzieren. Das muss man leider auch sagen. Wenn wir das in China von vornherein gemacht hätten, wären wir von dreiviertel Jahr hätten wir schon die ersten Waren bekommen gehabt. Wie macht ihr das jetzt kostenmäßig? Meine, sind die Lohnkosten in Deutschland höher und die Materialien oder der Strom? Wir können am Ende nicht zu denselben Kosten anbieten. Wir haben recyceltes Material, aber das ist halt dann wieder, dass wir hoffen über Premium, ne, dass die Leute das bereit sind zu zahlen. Jetzt haben wir natürlich da wirklich ins Klo gegriffen, weil das Highland kommt und wir wissen jetzt schon, die Organizerbox wird da nicht passen. Ja. Wir werden das Ganze, was wir gelernt haben, jetzt umsetzen und möglichst schnell versuchen, fürs Highland eine eigene Organizerbox zu entwickeln. Aber ihr macht ja nicht nur für Tesla bei Tui Fair. Genau. Auch für VW-Marke. Also. Genau, da haben wir für die MEB-Plattform haben wir Gummimatten. Wir haben eine Dachbox, richtig? Die ist die Shop for Tesla. Ja, die haben wir jetzt. Die ist von Kallix und wir branden die jetzt auch unter Kallix. Genau, sowas machen wir. Wir gucken halt auch, ne, was wird in Deutschland produziert. Nicht alles, was wir machen, branden wir unter Tui Fair. Wir haben zum Beispiel im Model 3 Long Range haben wir Lautsprecher an das System eingebaut. Ja, also, und die sind auch aus Deutschland. Mit den Jungs habe ich gerade gesprochen. Genau. Das ist quasi ganz neu bei euch. Genau, und das verkaufen wir jetzt auch. Ja. Übrigens sehr zu empfehlen, der Sound ist gigantisch. Ja, saßt du bei denen ich oder bei uns? Ich saß bei denen im Model Y. Ja, in unserem Model 3 ist das kurze Demo gemacht und mir sind die Ohren weggeflogen. Ja. Es war wirklich genial. Ich habe ein anderes Problem mit dem Tesla Blend. Ein ganz anderes Problem. Es ist zu schnell. Das nicht, das ist zu langsam. Wenn ich über die Autobahn fahre, hinter Rheinberg, ich wohne im linken Niederrhein, da gibt es ein Stück bis zur holländischen Grenze, da kannst du Open End fahren. Aber wenn dann zum Beispiel so ein Audi RS hinter mir blinkt, ja, da gebe ich ja Gas, da denkt er, er fährt rückwärts. Das ist richtig. Aber zwei Minuten später überholt er mich, weil mein scheiß Tesla bei 267 abregelt und er nicht. Man glaubt aber gar nicht, und das ist, glaube ich, wichtig für so ein Video, wie wichtig es ist, dass Leute wie er sowas machen.
die RS-Fahrer, die haben keine Berührungspunkte mit der Elektromobilität. Ja. Sie interessiert das nicht, sie will das nicht interessieren. Aber das erste Mal fängt er darüber an nachzudenken, wenn er so verseilt wird. Ich bin auch in dieser Mission unterwegs. Wenn mich hinten jemand, ich bin nie auf der linken Spur und halte jemanden auf. Aber wenn vor mir jemand 130 fährt und da kommt ein Verbrenner von hinten und macht hier schon so Formel 1, wie sie so zickzack und gibt mir noch Lichthupe bestenfalls, wo ich mir denke, du Affe, vor mir fährt doch jemand, was soll ich denn machen? Wenn er da mal wegfährt, mache ich auf dem Lenkrad Sport Plus. Und klar, Model, gegen das Model S kann ich nicht, absolut nicht anstinken, aber das ist nur das einzige Auto. Mit dem Puff bei 130 durchlatschen, RS-Konsorten, no chance. Ab 200 sieht es wieder anders aus. Aber soweit kannst du nicht hochbeschleunigen und die erleben ihr blaues Wunder. Und dann fangen sie darüber an nachzudenken und sagen, hey, so uncool ist das vielleicht gar nicht. Und kriegen einen Berührungspunkt mit dem Elektroauto. Ja. Nur die Schweiz ist hier vertreten, Leute. Silvan von Vision eDrive. Guten Tag zusammen. Ich finde deinen Akzent so schön. Ja, Schweizer Akzent. Weißt du, ich gucke deine Videos einfach nur wegen deines Akzents. Gar nicht wegen des Contents. Nein, natürlich nicht Spaß. Er macht auch super Content, ganz ehrlich. Danke, danke. Ja. Übrigens du auch, ja. Ja, danke gleichfalls. Jetzt sind wir hier, die beiden YouTuber, wir schmieren uns Honig ums Maul. Genau, das ist übrigens nicht gestellt, ja. Doch. Schon. Hier, übrigens deine 10 Euro, nein. Sag mal, du bist ja jetzt in der Schweiz und bist da auch relativ erfolgreich. Wie ist denn das mit Elektromobilität in der Schweiz? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Schweiz einerseits uns ein bisschen voraus ist, aber andererseits auch wieder hinterher. Das ist genau so, wie du sagst. Also es gibt verschiedene Aspekte. Zum einen haben wir natürlich den Vorteil, dass wir sehr vieles selber auch bestimmen können, ja, weil wir halt Initiativen machen können als Bürger des Landes, um gewisse Dinge zu ändern. Aber es gibt bei uns zum Beispiel keine Förderung. Ein Punkt, man meint, der halt viele Leute noch abschreckt, weil halt die Fahrzeuge sehr teuer noch sind, viel teurer als vielleicht in anderen Ländern. Ist aber auch so, dass halt viele Modelle bei uns gar nicht existent sind. Zum Beispiel dieser NIO da hinten, der ET5, den sehe ich hier zum ersten Mal. Es gibt bei uns kein BYD, kein NIO, kein MG zum Beispiel. Das sind sehr, sehr coole Autos. Ich sehe es ja nur aus den Videos. Aber gibt es jetzt Einfuhrbeschränkungen in der Schweiz, weil es chinesische Hersteller sind? Oder woran liegt das? Es ist nicht offiziell so, dass man das sagen kann. Es ist so, aber es wird davon gemunkelt, weil einfach die Fahrzeuge bei uns schon so relativ teuer sind, auch die normalen, sage ich mal, so Ioniq und so halt, oder? Ah, dieses Order, das mag ich so gerne, weißt du? Das ist so geil. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Soll ich mal ein bisschen auf Schweizerdeutsch sprechen? Nein, oder? Oh, das verstehe ich dann nicht mehr. Aber sag mal, ihr seid ja der EU damit ein bisschen voraus, weil die EU diskutiert ja genau das. Genau, ja. Also ja. Quasi Strafzölle auf Deutsch gesagt, wenn wir es mal ganz ehrlich nennen, beim Namen, für chinesische Autohersteller. Aber die Schweiz hat doch gar keine Autoindustrie, die sie schützen könnte. Warum macht ihr das? Ich weiß es auch nicht. Ich kann es ja nicht beantworten. Wir sind nicht in der EU, das heißt natürlich auch, dass wir viele Sachen anders machen und dennoch sind halt, wir schauen schon auch nach Deutschland natürlich, auch gerade was Ladeparks anbelangt. Ich meine, diesen Carmener Kreuz, EMBW-Ladepark, brutal, haben wir so bei uns nicht. Braucht es bei uns vielleicht auch gar nicht, weil wir halt nicht noch so viele, das Land auch nicht so groß ist, kann sein. Du kommst ja mit einem Akku einmal rum. Es ist wirklich so, es gibt ein Video von uns, wo wir mit dem Megane E-Tech über 6 Alpenpässe gefahren sind. Unglaublich, aber wahr. Und wir organisieren auch jedes Jahr die Swiss Alp Trophy, wo wir dann wieder das Ganze zeigen auch. Und eben auch. Müsst ihr mich mal einladen? Ja, nächstes Jahr. Ja, schreibt mir mal eine Mail, vielleicht komme ich. Machen wir so. Also nächstes Jahr ist Jens auch mit dabei. Ja. Mhm. Und bei uns ist es vor allem so, dass die Leute nicht vorbelastet sind. Ja. Es ist nicht schlimm, einen Tesla zu fahren oder halt, wenn jemand von einem Mercedes auf einen Hyundai wechselt, ist vollkommen normal. Bei euch habe ich das Gefühl, ist so ein bisschen, wieso noch ein bisschen spielt noch mehr dazu mit, so die Emotionen. Ja, die Deutschen haben natürlich zum Auto auch ein anderes Verhältnis als die Schweizer möglicherweise. Auch gerade, weil wir sehr viele Hersteller haben, die eben auch weltweit führend waren bzw. immer noch sind. Und die Deutschen sich doch ein bisschen was drauf einbilden auf ihre Autoindustrie. Genau, ja. Da ist es schwierig, ja, auch andere Hersteller zuzulassen. Ne? Es ist so und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass auch wir das Fahrzeug anders noch anschauen. Also bei uns ist halt die Höchstgeschwindigkeit jetzt nicht so relevant oder halt 1000 Kilometer fahren, das
da bist du einmal durchs Land komplett durch. Das brauchst du alles im Prinzip nicht. Ja. Und es ist immer interessanter für mich, Videos zu schauen, eben von euch deutschen Kollegen sozusagen, und wie ihr das Ganze betrachtet und was ihr für Ansprüche habt und was wir dann wieder für Ansprüche brauchen. Und zum Beispiel ganz relevant, eben Höhendaten in Navigationssystem einzuplanen, weil wir halt sehr viel topografische Strecken haben, die halt wirklich zum Teil massive Höhenunterschiede halt eben haben. Ja. Der hat sogar seinen Garten dabei hier, der Tesla. Wir haben hier so eine Art Reservekanister für E-Autos, oder? Genau, so in der Art kannst du dir das vorstellen. Was es im Endeffekt ist, ist ein 2,1 Kilowattstunden Akku, der halt durch seine Relais-Trennung auch komplett sicher im Transport ist. Das ist so ein typisches Packmaß, was in so Transportfahrzeugen oder in so Pannenfahrzeugen wie dem ADAC eben drin ist. Mit diesem Adapter und einem Juice Booster schaffst du es, mit vollen 3,6 Kilowattstunden zu laden. Also die ganze Batterie in etwa 40 Minuten im Auto drin, bringt dich dann so 20, 25 Kilometer wieder weiter und somit auf jeden Fall bis zur nächsten Ladesäule. Also, der hat ja sogar Achtung, hier, lass mal los. Sogar einen geilen Griff hier. Also es ist, ja, genau. Es ist nicht nur, gar nicht mal so schwer. Also man muss sagen, so 12 Kilo, 12, 13 Kilo. Ja. Aber guck mal hier, das so ein Alurahmen oder so. Genau, also dieser Rahmen, der ist perfekt gemacht für diese Pannenfahrzeuge. Einen schönen gummierten Griff. Weil die haben solche Auszieh, die haben ja diese Schiebetüren an den Seiten. Und dann haben die so ein Ausziehteil und dann fahren die das quasi nur ein Stück aus dem Auto raus, schließen den Booster an und dann ans Auto. Aber das ist jetzt nur für Gewerbekunden oder verkauft ihr so oder wird das an Endkunden verkauft? Also bei uns gibt es das nur für Gewerbekunden. Ja, und das ist der BYD Seal. Sehr schickes Auto. Ein bisschen Model 3 Größe, würde ich mal sagen. Was haben wir denn hier noch? Oh ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Frank-Mitarbeiter. Ja, Materialien sind echt schick hier. Das ist so Alcantara, Velour, ja, weiß ich nicht. Hier ist ein bisschen Klavierlack, Carbonimitat. Ja, das ist aber teilweise so von der Konstruktion Tesla. Ne? Ja, ja, man sieht es. Also sie haben natürlich sich orientiert an Tesla, BMW, ein paar anderen Herstellern, ja, genau. Ja, das ist einfach. Und die BYD-Software, die kenne ich schon vom Atto. Die ist relativ performant, allerdings auch noch nicht richtig fertig. Ne? Ich bin jetzt hier im Seal und sitze hinten. Ich muss auch sagen, hinten, die Sitze sind sehr, sehr niedrig. Also das ist für längere Strecken möglicherweise für die Beine nicht so bequem. Auch die Beinfreiheit geht so, ne? Es ist gar nicht mal so groß. Also hier, der Sitz ist zwar relativ weit nach hinten gestellt, aber so die Füße passen gerade so eben unter die Sitze. Was hast du dazu? Sitzt du bequem? Ja, für kurze Strecken geht's, würde ich sagen. Ja. Und am Abend gab es zum Abschluss der Veranstaltung noch eine riesige Tesla-Lightshow. Insgesamt 255 Teslas haben da mitgemacht. Das sieht nach Weltrekord aus. Organisiert wurde das Ganze von Tesla Lightshows IO und natürlich dem T&E-Magazin Tesla Club Austria und dem TFF e.V. Das Ganze war wirklich eine Mega-Show und hat, glaube ich, allen Beteiligten riesen Spaß gemacht. Ja, das waren die Bilder vom To Be Fair Elektrische Community Festival. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.